So, M. Eingang Schädelfesten. Schädelfelsen. Und hier haben wir noch gar nichts zu Ende erforscht. Aber das will ich jetzt auch nicht wirklich. Ich will jetzt zum Schädelfelsen. Da hinten leuchtet was rot. Da steht ein Schiff rum. Oh, Fass. Blub. Schädelfelsen. Festung der Krähen. Und er war die Krähe? Ne, der Rabe. Egal, Schädelfelsen. Da waren wir schon mal drin, oder? Yes, some easy money for one. Oh ja, warte, das könnte das Ding gewesen sein, wo wir wirklich ein Passwort brauchten, um weiterzukommen. Und ich halt keine Ahnung hatte, was das Passwort ist. Ja. Ja, hier waren wir schon. Kiste. Was? Warum habe ich da eine Kiste markiert? Ja, hier war der verbuggte Kampf gegen drei Gruppen gleichzeitig. Das war auch interessant. Ja, und die Kiste hier ist geplündert. Das Ding kann weg. Löschen. Warum ist da oben ein Sprungpunkt von mir markiert? Sehr komisch. Aber ja, jetzt gehe ich mal zu der Stelle hin, wo das Passwort abgefragt wurde. Wenn ich da einen ordentlichen Weg finde. Ja, schlafen ist eine gute Idee. Und dann gebe ich einfach mal Schwertfisch ein. Auch wenn ich denke, dass es funktionieren wird. Und wenn es dann nicht funktionieren wird, werde ich das Questjournal mal durchgucken nach fischartigen Anspielungen. Schädelfelsen Stufe 2. Schwert, Fisch. Ah, nur rein. Okay, das war jetzt unerwartet. Das heißt, die lassen uns jetzt rein, wir drehen uns um und bringen alle um. Something's coming our way. Be ready. Oh. Bist. Ah, okay, du bist nur Deko. Ich dachte, das wäre gerade ein Boss. They're attacking from the side. Was zur... Ah, da. Wenn wir jetzt einen Schritt nach links machen, könnt ihr uns nicht mehr treffen. Das ist sehr gut. Du machst Schutz. Du machst auch so eine Art Schutz. Du machst Regeneration. Du machst Schutz gegen alles. Ja, die buffen sich. Okay, du machst nichts. Du machst diesen Gedankenschutz. Du machst Nahkampfschutz. Du wartest. Wir sollten gleich einen Schritt hierhin machen. Damit, wenn wir Feuerschwall machen, wir auch die Nager treffen, der sich gleich hinter die Damen da stellen wird. Du machst nichts, du machst nichts, du machst Schutz vor Wasser. Du machst nichts. Ein Nager-Typ kommt nicht. Okay, wir gehen trotzdem hierhin. Ja, ein Schaden, das ist nicht so wirklich schlimm. Also, hauen. Feuerschwall. Gift. Widerstanden, widerstanden. Du nimmst bitte Effekte runter. Du nimmst bitte von ihr die Effekte runter. Du machst Feuerschwall. Ja, sehr gut. Okay, nochmal Gift. Vielleicht haben wir Glück. Jo, sehr schön. Obwohl das Wasser war. Hauen. Oh, okay. Sollte vielleicht doch ab und an mal 530er Crit, sehr schön. Er sollte vielleicht doch zwischendurch mal wieder das Schild erneuern von ihm. So, du. Warten, warten. Kommt noch jemand? Nö. Du, Feuerstrahl, du. Wurzel ihn. Blitz, irgendwas, Dings ihn. So. Widerstanden. Widerstanden. Sollte ihn doch rankommen lassen. Warten. Tot, okay. Schritt zurück. Rasten. Da hinten waren auf jeden Fall noch welche, aber ich gucke mich erstmal hier um. Da ist nämlich die Kiste. So. Tränke und ein bisschen Gold.
mehr Deko-Krams, der hoffentlich kein Boss ist. Holzkonstruktion, noch eine Kiste. Ja, Truhe des schwarzen Reißzahns. Das heißt, theoretisch könnte ich jetzt das Seelenfanal sprechen und mich hier rausporten, oder? Ich glaube schon. So, ouch. Feuerschwalle auf 4 Leute, sehr gut. Und mach mal Giftwolke. Was? Ah, da kommt die Giftwolke. Und du machst bitte einen Kettenblitz. Au, au. Schild hält, komischerweise. Hauen. Feuerschwall. Mach mal den weg. Und du, Kettenblitz. Neuer Schild, neuer Schwall, neue Regeneration. Neuer Debuff. Ja, ja, ja. Also wir könnten uns wahrscheinlich echt rausteleportieren. Oder hätten uns rausteleportieren, als wir noch nicht nah dran waren. Aber ich will gucken, was hier noch so ist. Ich meine, das scheint ja recht gut machbar zu sein, alles. Schaden wird es nicht, hier ein wenig aufzuräumen. Gibt gute Erfahrungspunkte, vielleicht noch irgendwas loot-technisch Interessantes. Schutz. Komm her. So, du kriegst erstmal Säure ab. Dann ein Blitzstrahl. Ein Schwert. Dann ein Feuerstrahl. Trö. Das hast du also gemacht. Du bist zu uns hingelaufen, hast einmal trörrt und bist tot umgefallen. Das ist irgendwie nicht besonders episch für einen Naga-Fürsten. Hm? Schlafen. So, was haben wir denn hier noch Schönes? Da hinten sind komische Viecher. Ja. Da müsste sie schon erwischen mit dem Feuerball. Schutz. Nee, Feuerball kommt nicht an. Okay, dann Gedankenschutz, Nahkampfschutz, Elementarschutz. Blubbelblasen. Was? 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 Hä? Okay. Ich habe das Gefühl, die kommen nicht näher. Mal schauen. Nee, die kommen nicht näher. Au, dann kommen wir halt näher. Dann geht sie weg. Sehr komisch. Das Wichtigste ist nur, dass wir jetzt rankommen mit dem da, richtig. Regeneration läuft noch, dann mach bitte Erdschaden. Und du Kettenblitzt ihn. Oh, sehr schön, das war sehr entgegenkommen von dir. Schutz, Feuerschwalle auf alles. Kettenblitz auf alles und die sind gleich kaputt. Du Schutz, du Schwall, den ersten weg. Oder die erste weg. Verzell. Das ist ein Boss. Lemania. Hatte auch das Boss-Symbol oben drauf. Ja, okay. Du Schwall sie, weil es einfach am meisten Schaden macht. Wurzel sie für den Schaden, nicht für den Wurzeleffekt. Genau, komm da hin, kriegst du auch was ab. Das und Schwall und Regeneration und Kettenblitz. Blubbelblasen, die Wolken entstehen lassen neben uns. Schwall. So, die ist auch gleich weg. Sehr gut, und da hinten war gleich die nächste Kiste auf uns. Und weg. Yumikos Bogen. Dieser Bogen gehört Yumiko dem Jadepfeil. Oh, Yumiko sagt mir jetzt so nicht viel. Geist um 1, das kriegt man Trick. Schlafen, falls da noch irgendeine böse Überraschung kommt. Sachen zum Entdecken. Scherbe der Luft. Oh, sehr schön. Also ja, es ist definitiv eine gute Idee gewesen, hier zu bleiben.
und sich nicht wegzuporten, weil die Scherbe brauchen wir in der Elementarschmiede, um da weiterzukommen. So. Ich warte mal hier auf euch, wenn ihr nichts dagegen habt. Schutz, Schutz, Schutz. Jetzt komme ich nach da, damit ich euch Feuer brunsten kann. Sie hat ihn verzaubert. Na gut. Feuerschwall. Giftwolke. Damit alle, die hier reinkommen, Schaden bekommen. Und Kettenblitz. Und hauen. So, warte du. Entzauberst bitte den Kriegsfürsten. Danke. Dann machst du bitte deine Rüstung. Du machst bitte den Schwall. Du machst bitte... ja, Magieschutz, also Wasserschutz. Holder Boar. Hau. Schwall. Wurzel. Schutz. Na komm. Ein Fitzel Rest an Leben. Weg mit dir. Schutz, Schutz. Ups, das war falsch. Ich wollte eigentlich auch Schutz mit ihr machen, aber na gut. So. So. Komm her. Dann haben wir die Wolke nicht umsonst gezaubert. Komm her. Oh, haben wir gerade wieder eine Runde geschenkt bekommen. Sah fast so aus, ja. Komm schon. Na also. Zwei Giftwolken, damit er instant tot ist. Das war echt ein wenig Overkill, aber na gut. Schlafen. Dann ist die Giftwolke hoffentlich nicht weg, weil Zaubereffekte das vollkommen nicht tangiert, ob man schläft oder nicht. Was haben wir hier? Ich glaube, wir sind fertig. Also was Gegner angeht. Fass? Kein richtiges Fass, okay. Was ist mit dir? Du siehst wichtig aus. Nee. Nur Deko. Noch ein Hinterhalt? Hey, jo. Schwert des Kopfgeldjägers. San Tenga Mugen. Oh, da warten wir schon eine ganze Weile drauf, das zu bekommen. Das haben wir im Leuchtturm bekommen. Und noch eine Reliquie. Okay, Schutz. Schwall. Wasserschutz. Alles Schutz. Kommt alle dahin, genau. So Schutz. Schwall. Giftwolke. Kommt her. Kettenblitz. Ja. Sehr gute Idee. Schwall. Warum ist direkt nochmal dran? Das ist manchmal echt irritiert mit diesen extra Runden, die man bekommt. Du Nahkampfschutz. Du Kettenblitz. Du Schutz, Schutz. Alle rein da. Sehr gut. Schwall. Giftsprüher, warum nicht? Macht Flächenschaden. Komm schon, da passt noch jemand drauf, oder? Nee, passt nicht. Nur zwei Nagas auf ein Feld, okay. Schwall. Regeneration. Nix. Schutz. Nix. 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 Jetzt können wir das machen. Schwall. Giftwolke. Kettenblitz. Und Haue. Die kommen nicht mehr aus dieser Schild durch. Also es hat sich definitiv gelohnt, bei Gerugon jetzt so sehr auf Lichtmagie umzuschwenken, dass er fast gar kein Krieger mehr ist, sondern einfach nur noch Heiler. Säurespritzer. Oh, Trick hat keine Mana mehr. Aber ich werde trotzdem jetzt keinen Trank trinken, das passt schon so. Hau mal bitte den Kriegsfürsten. Vergifte bitte beide für den Schaden. Der Kriegsfürst kippt gleich um. Du kriegst den Blitzstrahl ab. Kriegst Haue. Kriegsfürst ist tot. Du entzauber bitte sie. Du
hau bitte sie, du hau bitte sie, du wurzel bitte sie. Und sie ist am Gift tot. Bye bye. Dankeschön.